Hallihallo Leute und herzlich willkommen zur ersten Runde der PSL. Endlich geht's los. Wir spielen heute im LOB-Format, also mit den Karten aus dem LOB-Display, das wir geöffnet und gezogen haben, gegen Oberzin. Und ja, schauen wir mal, wie das Match ausgeht. Horus wird spielen, ich werde ein bisschen daneben sitzen und meinen Senf dazugeben. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch so sehr drauf wie wir. Es war ein wirklich spaßiges Spiel und ich werde gar nicht lange reinquatschen. Legen wir gleich los. Viel Spaß. Was? Kein Pendel, kein Link, kein XYZ? Nein! Ja, bin ich auch gegen. Synchro, also Synchro ist übrigens erlaubt. Ja, Synchro ist erlaubt. Ich jetzt Synchro, wenn ich jetzt ein Synchro-Spiel mache. Ja, werdet ihr sehen. So, legen wir mal los. Ich hoffe, da hat man richtig aus. Ach, das ist. Okay, krass. Ja, bin gespannt. Bist du Papergang oder bin ich? Nein, bist du nicht. Gut, dann darfst du anfangen. Draw a card. Das ist noch scheiße. Oh mein Gott, ich bin so. Also ich lasse dich immer mal spielen, ich schaue hier nur zu und kommentiere ein bisschen. Ich möchte nur erwähnen, dass die Zonen mit den Decks nicht zusammenpassen. Ah, jetzt bei mir, okay. Geht schon. Oh, macht Auto-Selecting, obviously, yeah. Ja, klar. Ich habe sie jetzt so eingestellt, ja. Kannst ja ausschalten. Okay. Komm mal drüber. 1-7. 17 Beatstick. 1-7 ist böse. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit Board of Greed. Du hast wenigstens einen, wir haben keinen. No Pot here. So, guck mal, rechnen wir mal. Ja, das kriegen wir hin. Guck mal, mach mal Mountain. Oh, ja, wollte schon sagen, der muss noch. 1500. Stark im Spiel. Alter, ich wusste, es kommt eine Krone. Und dann gehen wir nochmal hier. Battleface. No. Hauen wir nochmal rüber. Er ist rübergekommen. Den Giganten. Der nichts gigantisiert. Aber können wir gerade darüber sprechen, dass du gerade einen Zyklopen mit einem Mond ausgerüstet hast? Ja. wenn ich den Mond zerstöre, geht dann dein Gebirge flöten? Nee, dann wird's höher, das weißt, Meer sinkt. Weißt du, was viel lustiger ist? Dein Vogel ist gerade in eine Spalte geflogen. Ich hab nicht mal Spalte. Das macht Sinn. Urabi, okay. Krass. Definitely not a Pokémon Logic. Ey, Urabi ist auch eines der stärksten Monster. Das ist direkt hinter dem Vogel. Ja. Okay, dann machen wir das so. Set one pass ist mir schon recht. Das ist ein Man-Eater-Bug. Genau. Komplette Zerstörung. Also die Frage ist, greifst du dran ein oder greifst du nicht dran? Das ist hier die Frage. Warte. Hier kommt mein Zarg. Trial of Nightmare. 1-3, das ist ja richtig. 1-3, das ist richtig krass. Ja. Fliegt das Blech weg. Was krasser ist? Mauer. 2000er? Ja. Dong! Klar. Kennst du die Szene in so Cartoons, wenn die gegen so eine Wand rennen? Aha, ich wusste, dass es ein 2000er ist, aber ich muss es probieren. So, und dann haben wir noch hier unser Witty Phantom. Oh no. Und das ist so Witty, das kriegt erstmal ein bisschen Energie. You activate my trap card. Ich wusste das. Wisst ihr, was das Geile daran ist? Die habe ich nicht mal gezogen. Das ist eine Rare. Das ist eine Rare, wahrscheinlich darum. Ja, das ist gar nicht so unselten hier drin. Nee, die ist eigentlich gar nicht so selten. Aber ich habe auch. Mein Zielglück war unglaublich insane. Ihr werdet sehen, wenn ihr das Opening seht. Und unseres war. Also, wir hatten schlechtere Test-Draws, wir hatten aber auch bessere. Ich hatte in einem Test-Draw hatte ich 3 Raigekis. Betonung auf Test. Haha, nimm meine Wand. Oh nein. Oh nein. Commodore, wie soll ich ihn outen? Echt eine gute Frage, soll ich ihn auch? Also wir hatten fest, dass auf jeden Fall schon mal bessere Karten gezogen als ich. Also bisher finde ich es noch nicht so überzeugend. Ja, es könnte besser sein. Ich glaube, bisher ist unser Vorsprung nur meinen überragenden Deckbau-Skills geschult. Auf jeden Fall. Alter, Hytomi-Reise mit Mond und Wald, komm schon, das ist... Impressing as shit. Aber hey, er hat einen Pot of Greed aktiviert. Wir haben die Chancen, ihn Deck out zu kriegen. Genau, ihr könnt mich. Darüber sollst du keine Witze machen. Das passiert im Format öfter, als du denkst. Ich befürchte es fast, ja. Nicht.
Ich sag nur, wie Ban Insect Barrier. Okay, komm, dann machen wir mal hier ein bisschen Druck. Dein Ernst, spielst du den Hutmonster für 1,6? Alter, ich spiel 3 von denen. because of lack of attack damage. Oh, nicht schlecht. Oh, euer Draft muss ich mir auf jeden Fall angucken. Weißt du, was mich richtig ankotzt an dem Ding? Dass es ein Warrior ist und kein Fiend. Ja, weißt du, was ich mache? Ich gebe den einfach auf die Hand zurück. Nein! Oh. Disrespect. Der kommt wieder. Das ist mir egal. Fürchte ich eben auch. Ich lasse dir den Hain hin auf einen Attacker, damit du ein bisschen Damage machen kannst. Jetzt werde ich so auf die Karte. Mit 10. Ja, Alter, ich brette dir jetzt 5000 aufs Feld. Ja, Blue Eyes. Mach keine Witze über Blue Eyes. So, die Frage ist, was ist das? Das könnte so ziemlich alles sein. Ja, schön wär's. Jetzt mal den Death, damit ich nicht den Damage des Todes fresse gleich. Dann holen wir mal den Celtic Guardian, ne? Den haben wir auch. Das muss ich gerne. Alter, hat halt noch eine! Ja, der Hand ist strong. Ist eine gute Karte, ja. War das, ich glaube, es war auch eine Rare, ne? Müsste eine Rare sein, glaube ich, ja. Ich glaube, die meisten Effekt-Monster sind eine Rare. Haha! Ah, das war so klar. Take this! Warum habe ich den Death gedreht? Ich hätte mehr Damage machen können. Ja! Können wir darüber sprechen, dass der Manitabug einfach stärker ist im Death als der Hainane? Lächerlich. Lächerlich. Du hast meine Wall zerstört. Ob du es glaubst oder nicht, das hat eine Überlegung dahinter. Was? Dahinter steckt eine Überlegung. So. Dann machen wir nochmal Urabi. Gucken wir mal. Holen wir die ganzen Beatsticks hier raus. Aber das ist eh ja 2000. Oh nein! Meine Wand! Oh Schreck! Witzig ist, dass du gerade auch mit Urabi angegriffen. Also wir haben quasi... Der Schaden! Ja, Dinos, die in Magier rennen, ne? Urabi. Das Problem ist halt, Urabi ist halt schwächer als dein Zakumus-Ding da. Sollen wir jetzt richtig bouncy gehen? Na, wie gut. Einfach nicht. Alter, du gehst so back out, ich schwör's dir. Weißt du, was geil? Ja, kriegen wir hin. Weißt du warum? Hab noch einen! Schnelleres Deckout. Ab wann ist die Bandless live? Nächstes Format. Noch nicht. Noch nicht, ja. Das ist das Entscheidende. Okay. Dann mache ich mal das hier. Oh nein. High IQ Play. Jetzt bin ich gespannt. Swords of Revealing Light. Du hast Swords gezogen. Alter, du hast Pots! Ja, aber dein Opening war richtig gut. Super rare. Manager Bug ist super rare. Ich hab nur Rares und Commons bekommen. Ja, aber die beste. Deine Rare. Nein, Quatsch, der Celtic Guardian ist eine Super Rare. Brauchst du gar nicht eine Super Rare bekommen. Brauchst du gar nicht den Flex runterzuschrauben, das läuft ja nicht. Eine Super Rare bekommen, yay. Das ist gut. Das kann man da hinmachen. Falls ich Tsukuyomi beschwöre oder was. Weißt du, was das Traurige ist in dem Set? Da ist ja 2 Secret Rares drin. Und eine davon kannst du halt nicht spielen. Weil es der Dragon, der Gaia Dragon Champion ist. Hier, komm. What? Jetzt die Frage, was ist das denn? Jetzt sind alle verwirrt. Ja, ohne Scheiß, was hast du da liegen? Eine Karte, von der ich selber nicht mehr wusste, dass sie in dem Set drin ist. Ich bin hart confused. Was liegt da? Also ich hä? Tribut-Monster. Sind so ein Stahl-Oger-Grotto oder sowas? Das wäre witzig, aber... Das sind 5er. Da haben wir ihn nicht drin. Ah, da war was. Aber Succubus Knight für 1,650. The Return of the Succubus. 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 Oh mein Gott.
Now she's getting mighty. immer noch zu schwach, um den Akma da umzusetzen. Dino Slayer. Wir erreichen hier Angriffspunkte jenseits von Gut und Böse. Ja, wir haben Stufe 5 Monster mit 1950 Angriffspunkten. 3000 Hu? 5000 What? So, jetzt nochmal die hier. Wer mauert sich dazu? Das sehe ich auch. Die Swords sind tot. Übrigens. Ach was. Ja, ist aufgefallen. Jetzt wird's spannend. Was liegt da? Ja, was noch mehr hinein? Nee. Oh, der... Ich komm drüber! 20 zu 4! Ja. Deswegen hab ich gerade auch so, oh mein Gott, ja, das Schwert. Und also, nein. 16,50 sind bonkers. Ja, weißt du, also, wie stärker ist das 16,50? Oh, 15. Oh, oh, oh. Das reicht nicht. Und dann hast du noch eine tolle Karte wie die hier. Oh nein! Der Boy kommt hier mit den Großgeschützen. Ja, über 2050, Alter! Das ist beyond broken, das geht gar nicht. Viel zu strong. So, jetzt kann ich von dir alle kaputt machen. Und jetzt ist der Manual weg. Ich sehe schon kommen. Du hast natürlich zwei davon gezogen. Nein, aber ich habe eine Idee. Ja, das ist natürlich ekelhaft. The Big Smart is live. Das ist meine andere Wall gestärkt. Ja, stimmt. Nein! Ich liebe das alte Format, so viel Spells mit Aircrushen. Gibt's was Schöneres? Das Witzige ist, wenn du deine Wall spielst, machst du meine Wall stärker. Das ist auch gut. Mal erstmal den Aquamotor kaputt. Ich glaube, ich habe gar keinen Giant Soldier gezogen. War der auch eine super Rare? Eine Rare. War eine normale Rare. Weil der ist ja besser als der Aquamotor. Mado ist auch eine... Ne, Mado ist eine Common. Ja, Mado ist... Ne, ist auch eine Rare, oder? Nein, nee, alle, oder? Alles war noch Rare. Waren Rares. Kann sein. Alle mit 2000 Death waren Rares. Bin verwirrt. Urabi. Was möchtest du angreifen? Genau der falsche. Verzweiflung. Die Verzweiflung steigt hier. Ja. Ist auf jeden Fall... Man sieht meine Strategie. Ich habe keine. Du hast einen Vogel erreicht. Naja, wenn du denkst, es ist ein Vogel, ich glaube eher, das ist irgendwie ein anderes Vieh. Also Alter, Teil das Teil heißt Red Skullbird. Ja, ja, ich dachte, du meinst Typhoon. Achso, nee. Das Ding ist straight aus Legend of Zelda geklaut. Don't tell me. Das ist aus Zelda geklaut, da haben sie zwei Flügel dran gemacht und jetzt ist es das. Der Giant Soda Stone und die verdeckte Karte. Ja. Hm. Tricky. Mhm. Ich bin so gespannt, was die verdeckte Karte ist. Shit. Ah, crap. Okay. Tributmonster dazu. Dann würde ich so sagen, wir riskieren es mal ein bisschen hier. Oh, jetzt wird der greedy, der Boy. Richtig greedy. Vanilla Beatdown. Terror the Terrible, der Name ist so gut. Er wäre gerade noch schrecklicher. Oh nein, bitte nicht. Also, ich denke, die Frage ist halt, was da liegt. Wenn das halt immer noch mit 2000er Wall ist, wenn du bei deinem Zielglück hast du ja mehr davon. Ah, wir hatten ziemlich Pech mit den Walls. Ich glaube, wir hatten nur die beiden, die du schon kennst jetzt. Mhm. Das ist so geil! Ich habe dich auch gesehen in meinem Opening, hab ich so, mir eigentlich sind ganz gut, die Walls sind ziemlich alles, was im Format rumläuft, ne? Alter, ich hatte gerade einen Yugi-Moment. Ich hatte so einen Yugi-Moment. Nein. Doch. Nein. Fear the Curse of Dragon! Nein. Jetzt killen wir mal diesen komischen Vogel da. Der Vogel wird gebraten. Wir machen Nuggets draus. Das Problem ist, hier ich jetzt kann den Adlergeschrei einfügen. Das kannst du selbst rein editieren. Das war nämlich das einzige Out, was wir ziehen konnten zu deinem Board. Das ist tatsächlich Game Winning.
Weil ich hab tatsächlich, ich kann das nicht ordnen. Alter, ich schwitze. Kam jetzt gut von oben. Ich schwitze hier so ein bisschen. Nur ein bisschen? Nur ein bisschen. Also für alle, die quasi das Deck gesehen haben, was ich spiele, ich kann das nicht ordnen. Weißt du, was noch lustig ist? Du verlierst zu Deckout. Ja, aber dann wird es darauf rauslaufen. Wir kommen da nie drüber, wir kommen nie über die Wall drüber, aber du verlierst zu Deckout. Wenn jetzt nicht noch irgendwas Heftiges aus dem Ärmel ziehst. Ich habe ja gesagt, ich kann das nicht outen. Ich wollte nur was zeigen, deswegen lasse ich noch ein bisschen offen. Aber ich gehe gleich auf jeden Fall auf, weil ich kann das nicht outen. Also wirklich gar nicht. Wir haben noch einen Mighty Succubus Knight in der Hand, also... Ja. Wir können selber outen. Also wir kommen halt auch nicht durch. Keine Chance. Ein einäugiger Kumpel. Ja, ja, aber wir werden stärker. Wir schmeißen mit mehr Monden. mehr Monde zu zerstören. Ich stelle mir vor, wie ihr quasi den Mond so in der Hand hält und ihr das auf die anderen Monster wirft. Das würde ich ihm zutrauen. Nein, mein Taihon. Wenn das noch eine Wall ist, schrei ich. Nee. Hm. Ist eine kleine Wall. Also, ist eine Wall, aber. Alter, du spielst. Warum spielst du sowas? Das hat, der hat 1-4. Fair enough. Wenn du mein Opening gesehen hättest, wüsstest du, warum ich nicht spiele. Okay, jetzt wird's unfair. Ja, jetzt wird's gemein. Ach, egal. Egal. Weißt du, das Ding ist, in dem Set ist auch Summon Scroll drin. Ich weiß. Wenn du den siehst, gewinnst du halt. Witzigerweise ist, egal welches Tributmonster ich bekommen hätte, was mehr als 2000 gehabt hätte, das wäre gut gewesen. Ja, aber es gibt auch nicht viele. Es gibt den Curse of Dragon und dann gibt es den Summon Scroll und halt die ganzen... Summon Scroll, ja, Dark Blue Magician, Eyes und Red Eyes, Blue Eyes. Blue Eyes, Dark Magician, Red Eyes, Blue Eyes, ja. Gardia. Ja. Und der dreihörnige viele. Drache auch. Ah, stimmt, Trihound. Das ist die andere Secret. Ja. Genau, es stimmt. Gibt ganz viele. Und die meisten sind scheiße. Also über 10. Ne? Also das ist halt so... Komm, Alter, wir machen jetzt voll Yugi hier. Er hat sogar zwei davon. Ist das ein scheiß Ernst? Ich hab nicht eine Holo bekommen, ne? Nicht eine Holo, außer den Celtic Guardian. Ne? Das Leben ist hart. Als ich den gesehen habe, dachte ich schon, wir gehen jetzt voll krass hier. Alter! Jetzt will ich extra Deckout gehen, nur damit du leiden musst, bis ich gewonnen hast. Weißt du, meine Kacke, erstmal alles die Walls, ne? Ich hab keinen Mut. Ja, aber du musst es auch so sehen, du hättest als Rares auch die ganzen crappy Fusionen ziehen können. Ja, aber es gab. Eine Rare, die heißt einfach Tribute 2 und zerstören Karte. Selbst die wäre besser gewesen als alles andere. Ja! Das stimmt! Jetzt ist wirklich Yugi-Mode hier. Yugi Mode. Ne? Weißt du, was besonders übel ist? Wegen dem Scheißberg kommen wir über die ganzen Walls drüber mit dem Curse of Dragon. Ja, das Problem ist halt, ich brauche für meine Strecke brauche ich die ja, weil der Red Skybird ist mein stärkstes Monster. Der Sky Ripper ist mein stärkstes Monster. Das Witzige ist, hätten wir den Curse of Dragon nicht gezogen vor, wir wären echt tot gewesen. Wir hätten nichts mehr gehabt. Jetzt verloren, ja. Und jetzt mache ich nichts. Ich dir wenigstens noch. Nee. Abkommen, ich zeig's dir trotzdem mal. Hier, guck mal. Zack. Stolpertrap-Bestie. Er kennt sie nicht, die Tripwire Beast. Zerstöre. Ich glaube, das Ding spielen wir auch. Bin mir nicht sicher. Mann, wir hatten es drin, ja. Speichern wir das Replay? Game 2. Ja. Game 1. Jo, das ist super. So, jetzt kommt unsere Side Deck Masterplans. Spoiler, wir spielen keins von den Viechern. Okay, mein Masterplan ist nicht verlieren. Okay. Du bist raus. Das ist ein guter Plan. Das ist ein guter Plan. Ja, finde ich auch, ne? Okay, dann kannst du sehen. Du kannst gehen. Ich mache ja die übelsten Static Moves.
Aber weißt du, du musst mal so sehen, das Blöde ist, unsere Holos bringen uns später auch nichts mehr. Der Curse of Dragon wird richtig schlecht in Zukunft. Dark Magician ist auch nur im ersten Game. Die Schwerter sind okay, aber alles andere ist halt Crap. Ja, ich glaube, also außer den Schwertern bleibt das im Set hier fast gar nichts länger. Fischer. Ja, aber Fischer, ja, Fischer. Fischer. Ihr habt die Schwerter. Wir haben die Schwerter. Removal. Ja, aber stell dir mal vor, es wird auch Leute geben, die haben halt Raikiki und so gezogen wahrscheinlich. Oder zwei Pot of Greed. Ja, wenn du aber nur Pot of Greed hast und nichts ziehen kannst, dann bringt dir das nichts. Pot of Greed ist gut, wenn du Karten hast, die du ziehen willst. Stimmt. Das stimmt. Wenn du nichts hast, was du ziehen willst, ist das vollkommen egal. Alter, unsere Hand ist so richtig Abfall. Also übelst. So. Mein Spielfeld ist gerade richtig Abfall hier. Ich weiß gar nicht, was hier passiert ist. Du hast ja auch nichts drauf. Auf Feld. Nein, ich meine mein Feld, wie das aussieht. Also. Ihr werdet sehen, wenn ihr das Video seht. So, Weedy. Oh Gott, es geht stark los hier. Jetzt flext er hier wieder. Das war dafür der Anker. Ich brauche nur zwei. Ist das eine Wall? Oh nein. Oh mein Gott, das ist ein Land für der mega scheiße. Das ist unser stärkstes Angriffsmonster momentan. Aber sieht auch am coolsten aus. Das ist ein Schwert, was einen lag. Ist gerade so. Wir haben hier gerade die übelsten Lags. Ja, ich glaube, OBS zickt hier gerade ein bisschen. Ich spreche nicht von Beinen. Ja, genau, Beine. Hotz. So. Biberkrieger. Oh nein, der Biberkrieger. Ach nein. Ein Nagetier. Eigentlich lustig, dass wir haben unterdessen doch schon von jedem Monster in Yugi's Deck, dass er jemals gespielt eben eine Retrain-Version bekommt, aber von dem noch nicht. Warum? Weil es der Biberkrieger ist. Ja. Guck ihn ist komisch. He's already perfect. Außerdem fehlt noch der komische wilde Kobold. Ja, stimmt da auch nicht. Also es gab mehrere, die wollen es kommen, aber. Doch, von wilden Kobold gibt es noch was. Ist nicht das Feral Imp? Ist doch quasi nein, das erste spielt das Ding Kalber. Ach stimmt, ja. Das, okay. das hat halt im OSG heißen die aber ganz anders. Mhm. Naja, die heißen halt Def. Auch wenn du Staffel 2 schaust vom Anime, ruft er das Ding mal auf und es heißt ganz anders als verrückter Kobold damals, weil... Während ihr mal quatscht, dich mal ein paar Karten, ne, soweit. Alter, hast du gerade echt zwei Pot of Greed hintereinander gelegt? Mhm. Was macht die Karte eigentlich? Ich hau dich gleich. Nicht, oh shit. Hier einblenden. Aber es ist witzig, ich komm trotzdem nicht drüber. Das ist so stumpf. Aber egal, komm hier. Falls du Curse of Dragon ziehst, dann hast du wenigstens ein bisschen. Battleface. Oh nein. Das ist die zweite Wall. Bonk. Ich hasse dich. Oh mein Gott, ich hasse dich so sehr gerade. Also du hast wenigstens Zauberkarten in der Hand. Ja. Wir haben nicht mal das. Wenn ich nichts habe, was da drüber kommt, bringt mir das nichts. Weil du brauchst nur ein Monster ziehen, was du tributieren kannst, dann hast du schon gewonnen. Ja. Ich muss es aber. Nein, habe ich nicht, weil du hast noch deine Hain. Nur mein Monster removen. Jetzt. Wind on ist von der Hand, wer kennt's nicht? So, das bringt mir nix. Dann machen wir doch das hier. Und nur weil ich's kann. Steine klopfen. Oh nein! Wir müssen ja zeigen, dass wir noch da sind, ne? Nicht, dass ihr denkt, wir sind abgehauen oder so. Ja. Aber wir sind ja witty, wir müssen mal ein bisschen zeigen, so ein bisschen so. Ne? Alter, wir ziehen jede einzelne Dreckskarte in dem Deck. Also wirklich nur den Abfall. Es ist richtig übel gerade. Das Deck meines Großvaters hat keine lächerlichen Karten. Das Ding sieht aus, als hätte mein Opa zusammengestellt. Ja, aber ohne Exodia. Mhm. Zittrig die ersten 40 Karten aus dem Stapel genommen. Guck mal, wie das aussieht. Das ist Hain. Ah, ne, okay. Was hast du denn für einen Großvater, mein Freund? Aber warum spielst du auch nicht so mega Gigant? Okay, wir gehen jetzt Full Risk Mode.
Risk. Wir gehen jetzt Full Risk Mode hier. Succubus. Sei nicht ein Biberkrieger. Das wäre jetzt so witzig, wenn ich jetzt einen Hähnchen liegen hätte. Ich würde mich so töten. Ich würde einfach lachen. Das heißt nämlich eine Wolke auf mich, um das zu machen. So, das mit dem Hähnchen kann ich leben. Aber dein Phantom ist rot. Das ist korrekt, ja. Minus 3. Ja, dann. Hein. Hätte das Phantom mal aufgepasst, wo es hintritt. Achtung, Achtung, Holo im Anmarsch. Wow. It's the Celtic Guardian. Das ist so Hein. Nein! Das ist eine Wall. Wall. Das war auch eine Rare, das weiß ich. Das ja, ist eine Rare, also ja, definitiv. Alle Worte von mir. Dum-dum-dum. Wall. Bonk. Eins, sechs, fünf, eins, vier. Jetzt setze ich doch mal eine. Was? Nein, illegal. Er hat Traps. Dann setze ich noch eine. Okay. Und jetzt noch eine. Was sollen diese Advanced Threats hier? Ich bin verwirrt. Can ja, you wenn du jetzt kurz auf Legend ziehst, kannst du drüber rennen mit der Mountain. Wir ziehen hier gerade echt nur. Alter, wir ziehen nur Scheiß. Also wirklich. Hast noch nie gesehen so ein Zeugs. Willkommen im Club. Du hast wenigstens Walls. Ah ja, ihr wollt nicht genug. Das war yes! Gerade so. Genug! Ich sage, wo ist Knight einfach zu strong für meinen Phantom. Ich sag doch, der war gut. Was richtig ugly ist, wir haben keinen Soken gezogen. Das regt mich richtig auf. Ich hab mir so die Master-Strategie zusammengelegt. Weißt du, so, komm, wir bauen Warrior, Beast-Deck. Dann schaust du durch und siehst, du hast keinen Soken. Ich glaube, wir haben auch keinen. Ich glaube, ich habe auch keinen Soken gezogen. Ja. Ich meine, die sei irgendwie shorter geprintet als die anderen, aber ich kann mich täuschen. So wie shorter? Ist nur die erste Hälfte gedruckt worden, oder? Nein, aber es ist weniger häufig drin als die anderen Fehlsperrs. Vielleicht ist sogar wirklich eine Shortprint, ich weiß es gerade gar nicht. Ist ja möglich, ne? Wer weiß ja nicht. Dum, dum, dum. Alter, noch ein. Komm! Ich hab da nicht gezogen, hör auf zu heulen! Ich heul doch nicht! Das triggert mich immer noch voll. Ich habe nicht einen Tributmutter gezogen, was halt mehr als 2000 hat. So, eigentlich brauche ich gar nichts machen, sag ich Bums. Eigentlich brauche ich gar nichts machen. Ich könnte einfach hier sitzen und sagen: Nee, macht ihr? Das ist keine Shortprint. Ja, super, aber was soll ich hier machen? Nix, das war der Plan. Warten, bis wir Dark Magician ziehen. Nein, er geht vorher Deckout. Achso. Ah ja, hat ja schon wieder zwei Pots durch. Ah, das war dumm. Ah, lass mich zurück. Nein, ich hasse Yu-Gi-Bro. Also Edebro. Missklick? Da muss ich. Oh nein, Berge! Ich wollte ihn eigentlich setzen. Ja, jetzt musst du Full Ham gehen mit dem Ding. Ja, jetzt muss ich zumindest sehen. No, not my Guardian. Na, warte. Die Berge mal ein bisschen begradigen? Ja. Terraforming. Machen Wald okay. Raus. Wälder sind viel besser als Berge. Ja, stimme zu. Bitte noch nicht so viel aus, was du jetzt ja, mit Damage machen kannst. But you still take the damage! Ein Monster wird zerstört. Feuer auf die Kanone! Was hast du da eigentlich verdeckt liegen? Würde mich auch interessieren. Was gibt's denn hier für Fallen? Nichts, was mir Trap was Ball? Bringt. Aber besser ist als die anderen Karten. Ja, Trap-Hole. Trap-Hole könnte sein. Stimmt, die war auch eine drin, ja. Hatten wir die nicht? Nee, wir haben, glaube ich, keine. Haben wir keine? Die einzige Falle, die wir hatten, war, glaube ich, diese Two-Pronged Attack. Hätte nie gedacht, dass die mal spielen wird. Ja, das ist fein. Sieh dann Dark Magician und. Hey, wir sind wieder dran. Obliterate. Hm.
Ich kann halt nichts machen hier. Willkommen to the party. Schon traurig, wenn 1650er Vanilla Monster mit Level 5 das stärkste Monster auf dem Feld ist. Das ja. Magnum Opus des Feldes ist. Das sind die Strategien, die wichtig sind. Weißt du, war es eigentlich gut, dass wir beide offenbar keinen Yami spielen, dass wir nämlich den Mador und raufpushen? Ja, ich habe überlegt, das zu machen, aber ich habe halt nur den Mador und halt, das ist meine Fiendmonster, was halt, spiele ich halt nicht so krass wie du. Ja gut, mit dem Phantom ging es schon fast. Das Einzige, was du aufpassen musst, weil das ist den Spirit runterdrückt. Weil das schwächt Fiend, das Teil. Naja. Okay, ist das worth it? Ich glaube schon. Nein! No! Das ist gut. Ich hätte gerne mehr davon. Das ist nämlich eine der ganz okayen Karten. Ja. Ich glaube, im nächsten Set ist Block Attack drin. Ich glaube, das ist MRD, ja, das kann sein. Und die ist wirklich gut. Aber das ist ein Shortprint. Stop, das Defense ist ziemlich sicher eine Shortprint. In dem Fall macht es sich besser, weil die ganzen Worte, die du jetzt kommst du nicht drüber. Und da ist besser, wenn du drüber rennen kannst. Habe ich Rennen gehört? Hier kommt Urabi. Ist eigentlich schon geil, wenn praktisch alles, was du in den ersten Starterdecks findest, halt viel besser ist als der ganze Scheiß, den du in den normalen Packs ziehen konntest. Set, ne? Ja. Schon lächerlich, ne? Wenn du mal so überlegst, es lohnt sich für praktisch keine Karte, also keine Monsterkarte und auch keine Fallenkarte, die das erste Pack zu kaufen, wenn du Starterdecks neben dran liegen hast, weil du hast gewisse Walls in Starterdecks, du hast die besseren Tributmonster, du hast die besseren Beatsticks. Ja, das sind insgesamt runter, die, ja, die Starterdecks. Nicht. Du hast sowas wie Trap Hole? Mhm. Jo, definitiv. Aber du hast in dem Set Swords of Reading Light und Exodia. Das stimmt, ja, das stimmt. Was man nicht unterschätzen sollte. Es enthält die mächtige Exode. Die unbesiegbare Exode? Ich weiß nicht. Ich glaube, es war die unbesiegbare. Entschuldigung. Wir sind ja erst bei Zug 31. Ja. Das geht ja noch. Noch du, 16 Züge du, haben wir du bist der mit den Walls hier. Unsere sind durch. Also wenn das nur Wall ist, schrei ich. Nee. Das ist nur so ein Stolperdrahtvieh. Ich glaube, ich habe nur 3 davon gezogen. Ich weiß, was da liegt. Das wird die Fallenkarte sein, die 2 opfert und einen kaputt macht. Nein. Wie kommst du auf sowas? Er lügt. Er weiß es nur noch nicht. Ach so. Weißt du, ich würde echt gern wirklich vorankommen, aber ich ziehe hier nur Scheiß. Also wirklich, den übelsten Rotz. Das ist so exciting. Crazy. Ein Curse of Dragonbaber, nee, kann man auch nicht voran. Oh, den wollte ich auch haben. No, mein Wald! Wieso der Wald? Der war so schön. Scheiße, was machen wir da? Das Problem ist halt, ich weiß ja, dass da die Trap liegt. Das brauche ich nicht. Was machen wir? Nee, du hast unseren Wald zerstört, da störe ich ein bisschen. Weißt du was? Ich pflanze 9. Ja. Wir sind hier umweltbewusst. Für jeden Baum, den du fällst, pflanzen wir 9. Der Armored Ninja ist im Fall ziemlich lange, ziemlich gut in dem Format hier. Das ist ziemlich cool, ja. Weil du hast eine Menge guter Spellcards, also auch. Jetzt wird er gemein. Alter, echt? Ja, ich habe gesagt, wir sollten hier Notama spielen. Wusstest du, dass das Ding im Anime als seltene Karte bezeichnet wird? Ja. Hatte nicht Kaiba über einen. Nein! Im Koffer weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Joey sie spielt, nachdem Marek sein Deck mit Spells aufgenommen hat. Er spielt auch die Mächte aus der Zerstörung. Oh shit. Oh, jetzt kommt ein Vögelchen. Ja. Angriff des Truthahns. Shit is getting real hier. Ja, du hast die Fahne. Ich wusste, es war so klar, dass sie dann. Das Witzige ist, ich hab halt. Jetzt kommt so 7 Tools of Bandits und heulig. Ja, die ist noch nicht drin, die kommt nächstes Set. Ach so, gut. Ja, die ist noch nicht dabei. Ja, okay, das ist halt. Das ist halt so. Ich kann halt nichts sehen, was das irgendwie aussieht.
Das ist halt so stark. Ich habe meine beiden Equips verbraucht für meinen Multiphantom ganz am Anfang. Ach, du hast zwei von denen? Ich dachte, das ist noch... Von den Equips, ja. Die habe ich, glaube ich, alle gemaxed. Alle, die es irgendwie gebracht haben, habe ich max out. Ja, ich habe aber nur zwei davon gezogen. Soll ich denn machen? Das ist blöd. Ich habe auch nur einen Follow the Wind bekommen. Was im Nachhinein betrachtet vielleicht besser gewesen wäre, hätte ich nicht so viel Greenpeace gespielt. Hier kommt mein Reise-Riese. Für den Mond. Standard-Kombo. Gigant, Mond. Mond und den Field Spell. Der Wald, ja, genau. Stay correct hier. Um einen Form in der Hafe umzurennen. Wer kennt's nicht? Also rein aus LOB-Sicht ist meine Angriffswelle brutal. Ziemlich. Ja, ist nicht schlecht. Weißt du was, wir machen es noch besser. Mehr We Hände. Summon the Sock. Zwei davon. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, ich spiele drei von denen. Ja, why not? Ja, da ist die Hain. Warte, gehst du? Gut. Ich habe schon befürchtet, du gehst auf mein Giant los und zerstörst meinen Mond. Ach nee. Du weißt, was dann passiert. Wasser geht zurück und so. Deine Madore gehen drauf. Ach ja, was ich nicht erwähnen wollte, ne? War das jetzt die dritte? Hast du drei Töpfe? Ja, ich habe drei Töpfe. Dein Ernst? Ja. Aber ist wenn gut, du nicht dann geht's schneller. Was bringt? Was bringt dir das dann? Ja, du hast drei Töpfe. Ja, das ist halt komplett unnötig. Ja, du hast eben Töpfe. Und ein Dino. Ja, da kommt doch noch was, oder? Das ist hier Jurassic World Wars. Ich mache einfach hier den Cleanup. Ich klaue dir jetzt mal wieder ein paar Monster, aber ich habe ja drei. Naja, nicht einfach. Wie kannst du es machen, meinen Urabi zu zerstören? Loot Urabi! Ja, hau raus! Noch so ein Truthahn. Jetzt kommt der Flex wieder. Ich glaube jetzt einfach ohne Monster, ohne Damage zu kassieren. Das ist der Plan. 8 Runden. Ich werde sowas von. Wie kannst du es wagen, meinen Vogel zu zerstören? Los, Vogel! Guck dir meine Granate an. Weißt du, was das Geile ist? Jedes Monster, das du zerstörst, kommt von oben nach. Ja. Weißt du, was das Witzige dabei ist? Ungelogen. Jetzt ich habe drei Top-Decke aktiviert, ne? Ja. Und trotzdem hast du 6 Karten an und ich habe 4. Ja, ich kann halt meistens nichts ausspielen. Also mein Management ist auf jeden Fall richtig stark. Na komm, diesmal. Mach Urabi kaputt. No Urabi. Ich hasse das Glück und ziehst keinen Urabi nochmal nach. 50 Punkte minus. Aber Lifepoints mäßig führst du. Laut Anime-Logik müsstest du gewinnen. Natürlich, hallo, ich kann ja jetzt nicht verlieren. Vielleicht dann nicht mehr. Nach meinem Opening ist es unmöglich für mich zu verlieren. Oh, denke dran, es geht nur um das Herz der Karten. Genau. Auf jeden Fall. Das Herz der Karten beim Ziehen ist egal. Was ich im Anime nämlich nicht sagen, dass du das nur mit dem brauchst. Boah, oh Gott. Hast du einfach mal jeden Birdspell reingenommen, den du gefunden hast? Zeitig. Achso. Alles im Zeitig, mein Freund. Weil theoretisch kann es aufgehen mit so viel Walls. Ich ist lang. Ja, wenn du halt nicht nur 4 davon hast. Da ist er. Ja, bringt viel. Ja, jetzt willst du sehen, was meine vielleicht die Karte ist. Kannst du noch mal Berge ausspielen? Ne, erstmal setze ich eine Karte hier. Nur um mich zu ärgern. Das ist ein Hain, ich schwör's. Irgendwas soll das. Übrigens, wir hatten noch eine Holo, noch eine Wall ist mir aufgefallen. Ja? Ja, wir haben noch eine mystische Elfe. Oh, krass. Das ist übrigens auch eine Holo. Ja, das ist. Die ist ein Super Rare tatsächlich. Ja, das ist ein Super Rare, ja. Die und der Schwerkämpfer. Curse of Dragon greift an, ja.
Hey, nein, sag ich doch. Curse ist auch eine Super, oder? Ja. Wait, hast du mir gerade nicht den Curse gebounced? Nein, weil mich einfach die andere mich viel mehr aufregt. Weil den sehe ich seit zwei Runden, die andere sind schon in der Zeit da. Du kannst doch nicht unseren Sarg wegwerfen. Doch. Es ist nicht das Sarg, es ist das Schwert. Ist ja noch schlimmer. Das war dumm? Okay. Ich habe nur 4 Karten, was soll ich machen? Ich habe eh verloren. Das, ja. Jetzt so kann man es auch sehen. Legend safe. Komm, wir flexen hier noch ein bisschen. Wow. Das passiert übrigens, wenn man gute Karten sieht. Sagt er und hat 3 Töpfe. Genau. Ja, aber ich habe nur 3 Töpfe. Imagine going back out. Sad. Ja, aber wie gesagt, praktisch, also jedes Monster, das du in dem Set hier drin hast, ist ab der Runde 2 sowieso obsolet. Ah. Oh! Das ist. Fuck, das ist Big Brain Thread. Den hab ich vergessen, der ist natürlich auch noch hier drin. Ja, so, ach komm, pack den rein, falls jemand ein Blue Eyes oder ein Trihorn oder ein Curse of Dragon zieht. Ja, das ist gar nicht dumm. Das ist gar nicht dumm. Bis auf den DM und den Skull sind alle Tributmonster, die wirklich was taugen, sind Drachen. Ja, sind Drachen, ja. Es gibt noch ein paar. Und okay, da kommen wir keine 2000. Aber weißt du, was richtig dumm ist? Jetzt, theoretisch ist es ja blöd, weil mein Succubus da nicht drüber kommt. Aber ja, natürlich. Wir haben mehr Schwerter. Theorie und Praxis, ne? Natürlich. Ich möchte quasi deine Lichtschwerter in normale Schwerter umwandeln. Oder genau. Mein Feld besteht nur aus Schwertern. Und ein Mond. Hey, du hast gerade das Bild von Sportsman Reading Leitner, siehst du das? Hm? Ich finde noch ein Schwert, dann hast du das quasi genauso kopiert, wie es da drauf ist. Den Mond in der Mitte und die 2 Schwerter hast du schon, du brauchst ein 3. Schwert. Ja, genau. Mond, wo ist das Schwert? Ach so. Ich weiß, ich glaube, ich habe ein 3. Schwert drin, ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube schon. Ich glaube, du hast es schon benutzt, glaube ich. Ja? Schon? Wirklich? Warte, schon mal. Nee, doch nicht. Nee, die Schwerter, die wir bisher benutzt haben, liegen im Sarg. Mystische Elfe, Sackerbrustheit. Oh nein. Oh doch. Also ich habe so das Gefühl, zu dem Zeitpunkt, wo er Deck Out geht, kriegen wir mal seine Wall down. Mein Agumonor wird überleben. Nein! Der Ninja! Bis zum bitteren Ende. Scheiße, jetzt kommen wir nicht mehr über die Walls. Bis zum bitteren Ende, sag ich doch. Und das wird kommen. Nee, doch nicht. Komm. Ich wollte ihn zumindest noch mal zeigen. Aber eben, du hast ja noch eine Energie. Das Ding ist stark. Ach ja, ich kann ja nicht angreifen. Ich muss sagen, man kann den nicht angreifen, aber ich hab die Schwerter. Weißt du, was wir noch haben? Wir haben noch mehr super seltene Karten. Erstens haben wir mehr Monde. Und wenn wir schon dabei sind... Meh. Es ist sogar Game, ne? Nee, gar nicht wahr. Nee. Reicht das? Das müsste reichen. Das reicht. Achso, nee, Quatsch, ich habe einen falschen Lebenspunkten-Counter geschaut. Ich glaube, es reicht nicht. Reicht doch. Reicht? Ja. Ja, doch, das reicht. Ich hoffe, ich kann nicht rechnen. Ja, 5, 4, 1, ja, doch, müsste reichen. 6.800. Das reicht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit dem Haufen irgendwas gewinnen. Ich auch nicht, aber wir haben. Also die beiden Finishers nehmen wir mit, die sind gut. Wenn ihr euch mein Opening anguckt, werdet ihr sehen, was? Die einzige Holo, die ich gezogen habe, war der keltische Wächter. Sad die einzige noise. Holo. Ja, das tut weh. Das ist halt so. Ich habe wirklich kein Removal gezogen. Wirklich kein Removal. Keine Traps. Und du hast ja die Karte, die halt 2 tributiert, eine zerstört. Du hast Fallgrube. Du hast die Schwerter, die du theoretisch ziehen kannst als Super Rare. Da waren so viele Karten drin, die halt nützlich gewesen wären. Jetzt nicht gut, aber nützlich. Und was sehe ich? Nix. War auf jeden Fall witzig.
Ja, war super. Ich wusste, dass es so ausgeht, aber es war trotzdem witzig. Ey, ganz ehrlich, Game 1 war übelst knapp. Ja, das war knapp. Das hätte, wenn du den Curse of Dragon nicht gezogen hättest, hätte ich tatsächlich... meine Strategie war quasi, ich gehe Second und zerstöre deine Monster, bevor du tributieren kannst, weil ich ja wusste, dass ich keine Out dafür habe. Mhm. Aber dann fängst du dich an mit dem Giant, mit dem 700. Ich so, okay, das wird interessant. Wir hatten die ersten 8 und 9 Karten, waren alles Vanillas. Wir hatten keine Spells. Ja, wie du siehst, reicht das trotzdem. Wir hatten, was hat und man? Ich habe 3-mal Top der G aktiviert. Wir hatten, also mal ganz kurz vom Zeugs, okay, das wir brauchen können. Wir haben 2 Fishes, wir haben den Bug. Wir haben die Swords, den Two-Prompt Attack, der ist aber nachher scheiße. Wir haben 3 Walls. Ja, Curse of Dragon, Dark Magician. Mhm. So scheiße ist das gar nicht, weil du hast halt mindestens eine Move gehabt, also das Spalt und die Trap, die geben ja so viel Momentum wieder zurück. Das ist halt schon. Ja, heftig. Die Trap ist vor allem im Grindgame gut, was wir vorher hatten. Da kann der Gegner so einen 20-50er auslegen und du schießt halt trotzdem ab. Ja, ja. Ja, das war das erste Match von der PSL. Ich hoffe, es geht für mich erfolgreicher weiter. Ja, viel Erfolg. Kriegst du hin. Viel Erfolg noch. Ja, und das war's auch schon vom ersten Match der PSL. Hier gegen Oberzin. Wir haben uns behaupten können, konnten mit unserem Deck hier gewinnen. Und ja, blicken auf die nächsten Matches und hoffen, dass es so weitergeht. Danke, dass ihr dabei wart, danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Das Video ist ja doch ein bisschen länger als die restlichen Videos, die wir hier normalerweise so machen. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ja, lasst doch ein Abo da, lasst ein Like da, schaut unbedingt auch bei Our Team vorbei und macht da dasselbe. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch in der Videobeschreibung noch auf unserer Webseite vorbeischauen. Wir haben euch da diverse Zusatzinfos, zu unserem Match, aber auch zu den Matches der anderen Spieler zusammengestellt. Ihr könnt euch die Replays runterladen, ihr könnt euch die Decks runterladen, die wir gespielt haben. Ihr könnt nochmal die Sammlungen anschauen, die wir aktuell zur Verfügung haben. Und ja, habt Spaß damit. Danke fürs Zuschauen. An der Stelle wie immer auch ein herzliches Dankeschön an unsere Patreon-Supporter, die ihr jetzt über den Bildschirm flimmern seht. Vielen, vielen Dank, Leute. Ihr helft dem Kanal enorm. Das war's von uns für den Moment. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, Leute.